Jeder spürt es, jeder merkt es, es ist unübersehbar und auf diesem Kanal haben wir schon oft davor gewarnt und jetzt wird es traurige Realität. Mit Deutschland geht's bergab. Da helfen auch nicht noch so gut geschönte Konjunkturprognosen. Irgendwann kommt der Tag der Abrechnung und einer dieser Tage ist zum Beispiel kommender Mittwoch. Da muss unser Wirtschaftsminister die Konjunkturprognose präsentieren und die sieht nicht gut aus. Du weißt ja, ihr wisst ja, dass wir bisher den Medien immer noch einen leichten Aufschwung präsentiert bekommen haben für dieses Jahr, wirtschaftlichen Aufschwung 2024. Aber jetzt kommt raus, dass genau das Gegenteil der Fall ist und diese Prognose drastisch nach unten korrigiert werden muss. Wir befinden uns auch dieses Jahr sehr wahrscheinlich in einer Rezession, also in einer Schrumpfung der Wirtschaft. Das bedeutet, dass weniger Geld reinkommt. Und was das wiederum für dich bedeutet, für dein Geldbeutel, das werde ich dir gleich mal zeigen. Das ist ja klar, da werden die Daumenschrauben noch weiter angepresst. Aber schauen wir uns erstmal an, was wir für Datenmaterial oder Artikel heute bekommen haben zu dem Thema. Und da heißt es also hier, Regierung korrigiert Konjunkturprognose deutlich nach unten. Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturerwartung, also es ist eine Meldung von heute, Sonntag, aus der Süddeutschen Zeitung, hat ihre Konjunkturerwartungen für das laufende Jahr deutlich nach unten korrigiert und rechnet entgegen der ursprünglichen Annahmen nun mit einer Fortsetzung der Rezession. Tja, wer hätte das gedacht? Ja, also ich meine, das war ja wohl klar, dass die Wirtschaftsinstitute bisher immer sehr hedonistische Annahmen der Regierung vorgelegt haben, weil sie da ja auch nicht in Ungnade fallen wollten und immer gesagt haben, ja, also 0,1% Wachstum, das müsste noch drin sein in diesem Jahr. Aber jetzt kommt eben raus, dass es 0,2% Schrumpfung sind. Und das ist für eine Wirtschaftsnation, für Deutschland, wirklich ein ziemlich dramatisches Zeichen, auch wenn 0,2% sich erstmal vielleicht wenig anhören mag. Aber es ist der Beginn einer sich beschleunigenden Abwärtsbewegung in der deutschen Wirtschaft. Und wem wir das zu verdanken haben, ist ja wohl klar, das ist die Partei des Kinderbuchautors, der jetzt sogar Wirtschaftsminister ist, also Habeck. Und der muss am Mittwoch diese Konjunkturprognose präsentieren, ist aber schon durchgesickert bei der Süddeutschen Zeitung. Also das zeigt laut Süddeutscher Zeitung die neue Wachstumsprognose der Regierung, die Wirtschaftsminister Robert Habeck am kommenden Mittwoch in Berlin offiziell vorstellen wird. Demnach geht der Minister davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr preisbereinigt um 0,2% schrumpfen wird. Ja, da habt ihr doch erreicht, liebe Grüne, was ihr immer schon wollten, denn eine schrumpfende Wirtschaftsaktivität bedeutet natürlich auch weniger CO2-Ausstoß. Und damit retten wir die Welt vor der Klimageschichte. Noch vor wenigen Monaten hatte der Wirtschaftsminister aber für 2024 statt eines Rückgangs einen Zuwachs um 0,3% vorhergesagt. Ja, ist klar, ne? Ist ein bisschen, man möchte ein bisschen Mut machen, aber das ist jetzt alles zerplatzt. Statt Fahrt aufzunehmen, ist die Wirtschaft jedoch weiterhin von allgemeiner Kaufzurückhaltung geprägt. Ja, ich meine, das ist auch schon wieder so ein Artikel in der Süddeutschen, den wir da bei MN News übernommen haben, weil er bei der Süddeutschen offenbar hinter der Bezahlschranke ist. Also von Kaufzurückhaltung geprägt. Das hört sich so an, als wenn der Mann auf der Straße jetzt nicht mehr einkaufen geht und deshalb es der deutschen Wirtschaft so schlecht geht. Mann, Mann, Mann. Also diese Journalisten in Deutschland könnte man alle auf den Mond oder besser noch auf den Mars schießen. Es hat doch nichts mit Kaufzurückhaltung zu tun. Wir sind Exportnation Nummer eins und die Produkte, die wir produzieren, sind eben nicht mehr konkurrenzfähig, weil die Grünen, weil die Regierung, weil die EU mit immer neuen Daumenschrauben, mit immer neuen bürokratischen Gesetzen und so weiter, CO2-Verordnungen, die Energiepreise so hoch macht, dass wir eben nicht mehr Dinge veredeln können und in alle Welt transportieren oder verkaufen können, um damit unseren Wohlstand zu retten. Aber da schreiben die da in den Medien, ja, es gibt eine Kaufzurückhaltung. Ja, die gibt es auch. Die gibt es auch, aber die ist nicht verantwortlich für die Konjunktur in Deutschland. Wir sind die drittgrößte Exportnation der Welt.
Das ist das Wichtigste. Und ich wiederhole bei dieser Gelegenheit nochmal Alarm, das dürfte auch für den Euro nicht gut sein, denn wir haften ja für die Eurozone. Die Außenwelt guckt eigentlich nur darauf, wie es Deutschland geht. Und wenn es mit Deutschland bergab geht, dann dürfte das in Zukunft auch kein gutes Zeichen sein für den Euro. Aber was macht die Regierung jetzt daraus? Macht sie vielleicht neue schöne Gesetze, sowas, wir kennen das ja, da gibt es ja so euphemistische Begriffe bei den Gesetzesnamen, also das gute Kita-Gesetz, dieses Gesetz, Wirtschaftswachstumsgesetz, vielleicht brauchen wir jetzt ein Gesetz, ein Wirtschaftswachstumsgesetz, dann wird die Wirtschaft schon wieder florieren. Also, oder wir machen dann eigentlich, oder machen wir vielleicht dann gleich Planwirtschaft oder sonst irgendwas, wo wir politische Vorgaben nur noch in der Wirtschaft umsetzen und dann merken, dass das Land den Bach runtergeht. Aber nochmal, Wirtschaftsschrumpfung bedeutet natürlich nicht nur, dass es allen Leuten schlechter geht, sondern eben auch, dass der Staat weniger Geld kassiert. Ja, er kriegt dann weniger Steuern, weil weniger Unternehmen da sind, weil weniger Menschen Arbeit haben und so weiter und so fort. Und die Regierung in Berlin scheint wohl in keinster Weise daran zu denken, irgendwo Geld einzusparen. Also sei es bei der Entwicklungshilfe, sei es bei den sogenannten Klimaschutzgeschichten, wo Milliarden in aller Welt verballert werden, in China und was der Geier wo. Nein, da denken sie nicht dran zu sparen, sondern die überlegen sich mit List und Tücke, wie sie dem Deutschen, den hart arbeitenden deutschen Arbeitnehmern und Arbeitern noch mehr Geld wegnehmen können über irgendwelche Abgaben, die vielleicht neu erfunden werden oder die erhöht werden, CO2-Abgaben und so weiter. Und da war heute ein interessanter Artikel in der Bild, den möchte ich dir auch nicht vorenthalten. Da kann man schon fast sagen, dass da ein neuer Steuerhammer droht, weil das Geld eben in allen Ecken und Enden fehlt. Und insbesondere bei den Deutschen Städte- und Gemeindebund, die haben also Alarm geschlagen. Die haben natürlich auch viele hohe Flüchtlingskosten und so weiter. Das ist klar, das wird natürlich alles verschwiegen. Warum das Geld fehlt, das wird verschwiegen. Ja, also ich meine, das ist ja wohl klar. Wir haben 50 Milliarden für Bürgergeld und 50 Milliarden für Migration und so weiter. Gut, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Also die Bild schreibt, der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt angesichts der schlechten Finanzlage. Ich meine, was, die könnten ja mal sparen, könnten ja weniger Geld ausgeben. Ja? Wäre ja auch mal eine Alternative. Aber nein, die Finanzlage ist eben schlecht. Aufgrund der schlechten Finanzlage vieler Kommunen vor höheren Steuern und Abgaben. Da kommt's. Im kommenden Jahr fordern und Abgaben im kommenden Jahr und fordert mehr Finanzunterstützung des Bundes, ja, wo die jetzt herkommen soll, weiß auch keiner. Zu Bild am Sonntag sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, André Berghegger, Städte und Gemeinden haben laut Statistischem Bundesamt im ersten Halbjahr 2024 ein Defizit von über minus 17,2 Milliarden in den kommunalen Kassen zu beklagen. Also man muss wissen, dass die Kommunen in erster Linie für die Flüchtlingskosten aufkommen müssen. Aufgrund dieser prekären Finanzlage bleibt vielfach als letzter Ausweg nur eine Erhöhung der kommunalen Steuern, auch wenn das der letzte Schritt ist. Ja, was heißt denn das, wenn das der letzte Schritt ist? Könnt ihr nicht mehr irgendwie sparen? Könnt ihr nicht mehr irgendwie gucken, wo man weniger Geld ausgibt? Oder verantwortungsvoll mit dem euch anvertrauten Geld umgehen. Aber das ist nicht in Sicht. Wenn das Geld fehlt, werden die Steuern erhöht. Wo soll denn dann die Kaufkraft herkommen, die die Grünen da gerade beklagt haben? Die zurückhaltende Kaufhaltung, wenn man den Menschen immer mehr Geld wegnimmt. Aber wie gesagt, also das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist nicht abhängig vom Konsum in Deutschland oder nicht so stark abhängig. Und jetzt wollen wir mal weiter gucken, denn der Haus- und Grundbesitzerverband hat sich heute auch gemeldet. Denn die Frage ist ja, wo kriegen wir jetzt die Knete her? Wo können wir die Steuerschraube noch weiter andrehen? Und ach ja, es gibt ja noch Leute, die haben Hauseigentum, besitzen Immobilien und so weiter. Die können vor allen Dingen nicht abhauen. Ja? Das ist ein gutes Klientel.
wo man mal wieder ein paar Milliarden absaugen kann. Also schauen wir nochmal, was der Haus- und Grundbesitzerverband auch übrigens in der Bild heute, in der Bild am Sonntag, der beklagt also die schleppende Grundsteuerumsetzung als Staatsversagen. Und die meisten Leute, der Eigentümerverband Haus und Grund kritisiert, dass die übergroße Mehrheit der Haushalte immer noch nicht weiß, wie hoch die Grundsteuerlast im nächsten Jahr ausfällt. Ja, da kannst du dich schon mal warm anziehen, da kannst du schon mal ein paar tausend Euro zurücklegen. Es wird bestimmt nicht weniger. Es wird bestimmt nicht weniger. Und der Chef eben dieses Verbandes, Warnecke, warnte, dass Millionen Haushalte mit deutlich höheren Kosten rechnen müssen. Mit deutlich höheren Kosten. Angesichts der leeren Kassen in vielen Kommunen wird Wohnen in jedem Fall für Millionen Bundesbürger teurer werden. Die Miete wird teurer, das Wohnen wird teurer. Nach ersten Berechnungen kann die Zusatzbelastung sogar bei mehr als 1.000 Euro im Jahr liegen. Mehr als 1.000 Euro, das wollen sie dann über die Grundsteuer abzocken. Und ich weiß es nicht. Das bedeutet natürlich, dass die Mieten dann auch teurer werden, weil man die Grundsteuer ja auf die Mieten umlegen kann. Da haben sie sich mal wieder selbst ins Knie geschossen. Also man möchte erstmal an die Immobilienbesitzer irgendwie ran, weil die können sich nicht wehren so richtig. Über die Grundsteuer, diese sogenannte Grundsteuerreform, also dieses Wort Reform passt ja da auch nicht richtig. Im Prinzip ist es ja nur ein Trick, den Leuten noch mehr Geld aus der Tasche zu holen. Denn hier und da hat diese Grundsteuerreform ja wirklich merkwürdige Stilblüten gehabt, wo Leute plötzlich zigtausend Euro mehr zahlen mussten. Aber es geht jetzt zu weit hier in diesem Video. Fakt ist nur, dass man also an die Immobilienbesitzer jetzt rangeht, weil die können sich am wenigsten wehren. Und da macht man mal die Grundsteuer so 1.000 Euro im Jahr höher. Und dann können sie sehen, was das bedeutet. Wenn du mehrere Wohnungen hast, musst du das natürlich entsprechend multiplizieren. Und dann wird es dann wieder auf die Mieten umgesetzt. Und dann sagt man dann wieder, ja, die Mieten dürfen aber nicht steigen. Und dann kommen die Grünen und die Roten und sagen, wir machen jetzt so eine Art Mietbremse oder Mietenstopp. Und dann wundern sie sich, dass keine Häuser mehr gebaut werden, keine Wohnungen mehr gebaut werden. Ein großer Architekt, ich habe den Namen jetzt vergessen, hat den klugen Spruch mal abgegeben, hat gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten, Innenstädte zu zerstören. Die eine ist über Krieg und die andere ist über einen Mietenstopp, über eine Mietenbremse. Und so stimmt es ja auch. Ich meine, die Bauwirtschaft klagt ja auch, das Bauen wird immer teurer. Und jetzt tut die Regierung noch ein Übriges, indem sie da die Grundsteuer erhöht. Und es gibt ja sowieso noch 1.000 Vorschriften, die das Bauen immer schwieriger machen. Und das dürfte also in der Zukunft in dem Bereich noch ja, einige Probleme geben. Also die Bauwirtschaft klagt ja im Moment ziemlich stark darüber, dass da überhaupt nichts mehr läuft eigentlich in diesem Bereich, obwohl wir so viele neue Wohnungen bräuchten. Aber das wird nicht der einzige Möglichkeit sein, der einzige Weg sein, um noch mehr Steuern einzutreiben. Ja, die werden sich schon noch ein bisschen was anderes einfallen lassen. Man könnte ja die CO2-Abgabe ein bisschen erhöhen oder die Steuern auf Öl oder Benzin, auf Energie. Und dann merken sie, dass sie langsam damit genau das Gegenteil erreichen, was sie eigentlich wollten, aber wahrscheinlich wollten sie es eh nie, nämlich Deutschland. Sie schaden damit Deutschland, sie schaden damit dem Wirtschaftsstandort Deutschland und tragen Tag für Tag oder Woche zu Woche dazu bei, dass es hier in diesem Land bergab geht und immer dramatischer bergab geht. Lustig finde ich, dass Herr Habeck, also unser Wirtschaftsminister, jetzt am Mittwoch verkünden wird, dass er aber für 2025 mit einem Wirtschaftswachstum, ich glaube, von 1,1% oder 1,3% rechnet. Also dieses Jahr geht es bergab, nächstes Jahr haben wir aber dann den großen Aufschwung. Also woher er das hat, keine Ahnung. Aber vielleicht sollte er mal, statt Kinderbücher zu schreiben, sich ein bisschen um ökonomische Grundverständnisse bemühen. Also ich sehe nicht, dass es 2025 nach oben geht. Ich sehe eher einen weiter sich verschärfenden Abschwung. Und das ist nicht nur schlecht für Deutschland, das ist schlecht für die Bürger, die hier leben. Das ist übrigens auch schlecht für den Euro. Und damit kommt alles Mögliche zusammen und damit sind wir ein Stück näher am Abgrund.
Folgt mir auf Telegram, dort immer schnell informiert zu Themen aus Wirtschaft und Politik. Der Link ist gleich unter dem Tube.